Hallo und herzlich willkommen zurück zu Digimon World 2003 mit Snidaime. Natürlich. Und mir und dem Rode. Ja, oder Rode. Im letzten Part sind wir hier in Serio City angekommen und haben auch gleich den Serio Leader gefunden, der in den Protokollruinen war. Aber er will noch nicht gegen uns kämpfen, weil wir erst bei Master Tyrannomon unseren Mut und unsere Stärke beweisen sollen. Aber auf dem Weg haben wir noch ein paar Level gegrindet. Und ist nochmal ein bisschen eingekleidet mit Rüstung. Oh ja, die zeige ich hier gerade schon so rum, währenddem ich nicht reden kann. Patamon hat nur den Zinnhelm, dem Renamon, den habe ich jetzt auch nochmal, den Blechpanzer gegönnt, weil der hat am wenigsten Verteidigung gehabt und braucht jetzt unbedingt was. Ja, der Blechschild ist auch für Kotemon. Kotemon ist momentan mein stärkstes Digimon, kommt jetzt auch wieder nach vorne und dann können wir direkt loslegen. Greymon hat bei mir Flameball erlernt. Wundert mich, dass es nicht auf Deutsch ist. Ist einfach eine Technik mit Spezialeffekt. Monmon hat Wingbuster erlernt, okay. Ist physisch und kann was. Darf ich das sehen? Großer Schaden gegen Vogel-Digimon. Oho, das ist gut. Ja, ich hab da... Ach, das hat man, glaube ich, bei mir nicht gesehen. Das Kotemon, das hat... Doch, müsste man eigentlich gesehen haben. Mal ganz schnell nochmal. Status. Und Renamon hat Thunderbolt. Ja, ich habe jetzt aber nicht genügend Geld gehabt, um mich zu heilen. Wie viele Heilungs-Items habe ich dann? 4 Power-Ladungen. Ist das reicht? Der hat ja. Nicht gesehen, so Mist. Ja, ich denke schon. So, da Fähigkeitslevel 11. Ich habe sogar 2 Attacken jetzt mittlerweile freigeschaltet. Dadurch, die erste habe ich auf Level 5 gekriegt und die zweite auf Level 10. Und, falls man das gehört hat, das war mein Headset. Beziehungsweise musste ich mich gerade ganz kurz am Kopf kratzen. Wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin? Gehen wir kurz nochmal zurück zum Protokollwald und holen den Boss noch? Stimmt, das wollte ich auch gerade ansprechen, aber ich dachte, wir wollten noch irgendwas Bestimmtes in der Stadt. Aber da gibt's wahrscheinlich eh nichts. Mir würde was einfallen. Ich glaube, wir hätten jetzt genügend Charisma für den Typ da am Anfang. Eldorado. Nee, ich meinte, ja, für den glaub auch, aber in Serio City steht da so ein Typ mit Mantel und Tasche am Eingang. Ja, da bin ich jetzt schon weg, Nee. Ich bin auch schon beim Divermon See. Irgendein Arschloch-Digimon, das ist Krabmon, hält nicht gerade auf, ja. Weiterzugehen. Bei mir auch. Reden wir kurz mit dem Schnösel vorm Protokollwald, vielleicht will der ja auch was machen. Dann könnten wir vielleicht unseren ersten Kartenkampf zeigen. Kartenkampf. Stimmt, das wollten wir auch unbedingt gemacht haben, eigentlich schon in Folge 3. Ja. Kotemon ist Level 8, hoch. Ja, da hast du ein bisschen mehr trainiert als ich, aber hast du auch im letzten Part gemacht. Ja, deswegen war mein Part nicht so spannend. Naja, eigentlich wollte ich auch Level 9 noch im Offscreen-Training mit denen erreichen. Ah. Thema Robot. Kid, kannst du kämpfen? Dann spiele ich eine Weile mit dir. Yeah, Kartenkampf. Ein Kartenkampf. Wie kriegt man es hin, wenn man noch mehr Coolness hat? Coolness, Awesomeness. Wenn man noch mehr awesome ist. Was wollte ich jetzt sagen? Wenn man noch cooler ist, das wollte ich glaube ich sagen. Spielen die dann nicht nur Karten, sondern gehen die dann auch in die Arena? Du kriegst halt einen Digimon-Kampf, ja. Ja, weil man kann, was ich gerade ein bisschen verkackt habe zu erwähnen. Ja. Man kann halt auch gegen die richtig kämpfen. Wer ist denn da? Ein Kind als Tamer. Genau. Ich würde es aber gerne... Ich hab nix vor, also zum Digimon-Kampf. Okay. Ja, was? Was? Du kriegst einen Digimon-Kampf? Ja. Oh, ich krieg einen Kartenkampf. Okay, dann ist wohl der Bildschirm gerade bei mir, wenn wir auf dem... Ach, mein... Zatoran. Ja? Meine Level sind wahrscheinlich hoch genug. Ja, Entschuldigung. Mach du weiter mit der Erklärung. So, wir müssen jetzt eine Karte hier auswählen. Wenn wir Kalumon bekommen, ziehen wir erstes. Und wenn wir Inhum bekommen, kriegen wir den zweiten Zug. Kalumon. An der Stelle, ja Glückwunsch, an der Stelle möchte ich mal sagen, wie ihr seht, auch wenn es schwach aussieht, es ist ja von einem anderen Tamer, also sind die natürlich stärker. Ja. Die Digimon. So, ich habe jetzt meine Karten gezogen. Bis zu 6 kann man auf der Hand haben. Nicht auf der Hand. Bis zu 6 kriegt man halt in der Ladephase. Jetzt kann ich eine Programmkarte benutzen. Wir haben gerade noch das Standarddeck, also haben wir eine Handelsladung.
Mit der Handelsladung kriegen wir eine Karte aus dem Deck raus. Die können wir suchen. Müssen aber dann auch eine Karte abwerfen. Und jetzt habe ich eigentlich gar nicht drauf geachtet, was ich so auf der Hand habe. Bis auf die Handelsladungen. Also weiß ich nicht, mit was ich gut kombinieren könnte. Ich habe zwei grüne Punkte. Es gibt Digimon, die man mit grünen Punkten oder halt mit Elementpunkten beschwören muss. So wie das Wegimon hier zum Beispiel, da steht rechts 1. Deswegen nehme ich dieses Wegimon, weil es etwas stärker ist als die anderen. DNA-Digitation zu... Okay, dauert eine Weile. jetzt. Muss ich eine Karte ablegen. Ich glaube, ich habe aber keinen blauen Punkt, bis auf das. Ah, okay, ich habe eine Idee. Wir schmeißen das Palmon weg. Dadurch verlieren wir keinen grünen Punkt. Nein, du willst mir zwei blaue Punkte abziehen. Agunimon. Okay, dann ist mein Plan ist im Müll, weil wenn wir mit der Handelsladung eine blaue Karte auf die Hand bekommen, dann kriegen wir auch einen blauen Punkt, so wie auch gerade beim Wegimon einen grünen Punkt. Gut, dann mache ich eine Handelsladung, schmeiß das Divermon weg und hole mir was anderes Gutes, wenn ich was finde. Ein Geckomon. Warum ich jetzt mein Digimon gewechselt habe. Mein Dino-Humon war stark genug, aber ich möchte natürlich, dass meine anderen Digimon auch Erfahrungspunkte kriegen. Ich habe vergessen, den Streamer-Modus reinzuklatschen. Das hat man jetzt gehört. Entschuldigung. Egal. Egal. Was wollte ich denn jetzt? Technik? Habe ich nichts. So, Kampf. Ich hoffe, ich töte es jetzt nicht. Weil, natürlich kriegt man weniger, also jedes Digimon kriegt weniger Erfahrungspunkte, aber man kriegt insgesamt mehr als 100%. Wenn man mit allen drei kämpft. Versteht ihr? Also, wenn es irgendwie von dem Kampf, sagen wir mal, 1000 Erfahrungspunkte zu gewinnen gibt, dann kriegt eins nur noch 800, das zweite halt auch nur noch 800, und bei drei sind es, glaube ich, noch ein bisschen weniger, also alle drei 700, was 2100 entspricht. Also, ist jetzt nicht ganz so viel, aber zur Verdeutlichung sollte das, glaube ich, ausreichen. Oder nicht? Da sich Rode gerade nicht mehr meldet, ich glaube nicht. Ich bin gerade erst konzentriert auf den Kartenkampf, sorry. Ja, okay. Ihr habt in der ersten Runde gesehen, ich hatte mehr Angriffspunkte und mehr... Okay, AP und HP. Und habe deswegen die erste Runde gewonnen. Es geht aber drei Runden. So wie es aussieht, verliere ich die zweite, also... Oh, Patamon ist verwirrt. Muss ich auf die dritte Runde hoffen. Macht aber auch nichts, wenn ich den Kampf verliere. Da muss man nicht irgendwie eine Karte abgeben. Man hat... Glück gehabt. Man ist gerade geblockt, Alter. Was ist das für ein Arschloch? Man hat eigentlich keine Nachteile. Außer, dass man es nochmal versuchen muss. Die Hand sieht es auch nicht gerade toll aus. Oh je. Sehen wir zwei Punkte ab. Schön. Ziehen wir nochmal zwei Punkte ab von meinen Nullen. Das bringt ja sehr viel. Aber das ist gut, das ist gut. Das heißt, dass der Gegner weniger Karten hat, die er sinnvoll benutzen kann. Komm, Bär. Ich hab nichts, um dich wiederzubeleben. Du sollst nämlich noch... Erfahrungspunkte bekommen. Oh, da sehen wir gleich, was passiert, wenn man drei gleiche Digimon auf dem Feld hat. Der Gegner hat nämlich jetzt gleich drei Gomamon. Was auch in der Erklärung so angespielt wurde. Habe ich vielleicht ein Item, was das wieder... Nein. So, ich erkläre es kurz davor, weil es ziemlich schnell gehen wird. Der Gegner hat drei Gomamon, das heißt, Gomamon digitiert zu Ikakumon. Er kriegt also noch eine Ikakumon-Karte, die wird aber nicht aufs Feld dazugelegt, die... was passiert da eigentlich? Schlecht. Jedenfalls rechnen... Nicht verwirrt. Jedenfalls rechnen sich die Angriffspunkte und die AP und die HP von den Gummimon zusammen und er kriegt die eben dazu. Genau. Ah, die waren einfach so dazu gerechnet, okay. Das heißt, er hat jetzt sehr knapp verloren. Da habe ich aber Glück gehabt. Ja, danke Roachmon, es wäre ohne dich nicht möglich gewesen. So, ich hoffe... Kartenkampf ist etwas erklärt worden. Wir kriegen jetzt einen Booster, weil wir gewonnen haben. Da können wir natürlicherweise
noch ein paar Karten rausbekommen. Kommt auf jeden Thema Gekomon besiegt, an. Kampf gewonnen. Hä? Entschuldigung. Was? Verloren? Ach, dachte, du wärst noch so, nur so ein Balk. So. Bist du auch fertig? Ja. Ich habe Erfahrungspunkte bekommen, 61. Leider ist mein Patamon im Kampf umgekommen. Deswegen hat er einfach keine Erfahrungspunkte gekriegt. Sonst hätten wir, glaube ich, so um die 57 Erfahrungspunkte oder 50 Erfahrungspunkte für alle bekommen, was auch ausreichend wäre. Nein, ich kämpfe nicht. Wie demütigend gegen ein Kind zu verlieren, ja. Pech gehabt. Dann hast du jetzt echt mehr Charisma als ich. Gibt's ja nicht. Ich glaube, das hat mit dem Digimon-Level zu tun. Ach, wir wollten hier gar kein, nicht gegen die Dokugumon kämpfen, wir wollten eigentlich in die Dingets. Oh nein, Minotaro-Mann, ich glaube, ich laufe vor dir weg, oder? Nee. Dich besiege ich. Ich könnte jetzt eigentlich Flameball ausprobieren, aber den möchte ich mir für den Boss auch sparen. Nicht, dass ich für den Boss keine MP mehr habe. Oh, du blockst, das freut mich. Spinnennetz. Wir wollten noch irgendein Item kaufen. Wollten wir eigentlich noch mal ganz kurz in Azuka City zurückgehen? Das können wir aber anders machen. Gut. Gibt's gerade nichts Wichtiges? Komm, versuchen wir einfach mal das. Greymon Level 6. Hat aber eine Weile gedauert, bis wir den ersten Kampf vom Part hatten. Also bei mir zumindest. Ach Quatsch, ich habe ja schon gegen einen Crabmon gekämpft. Ihr ignoriert einfach, was ich gesagt habe. So, ich bin jetzt langsam beim Boss. Bist du auch da? Ja, nee, ich bin noch in diesem Labyrinth. Okay, dann heile ich mich währenddessen noch. Das sollte ich vielleicht auch machen, aber... Nee, überflüssig. Obwohl das Patamon sieht gar nicht so gut aus mit 1 HP. Warte mal ganz kurz, Items. So, zum Notfall habe ich auch noch einen Lebensdisk. Das sollte mir den Arsch retten. Schön für dich, ich nicht. Den Kampf möchte ich mit... Ich habe 12 Powerladungen. Da habe ich wohl... Nee. Oder? Ja, komm, mach mal. Den Kampf beginne ich auf jeden Fall mit Renamon. Renamon hat die beste Ausrüstung im Moment. Soll ich schon mal anfangen? Oder soll ich warten? Ich bin sofort da, wenn okay. Nichts auf dem Weg mich aufhält. Ja, genau, bleib an jeder Ecke nochmal hängen, damit auch die Möglichkeit auf einen Kampf dazwischen sehr hoch ist. Wusste ich's doch! Arschgeige. Na gut, dann warte ich einfach noch ein bisschen und zeig die Karte. Denn es werden ja auch immer neue Sachen dazu hinzugefügt. Ich glaube, Minotaro-Mon hatte gegen Hitze. Serious City Probleme. In die Prärie. Ja. Na, das sieht man, man hat auf jeden Fall noch einiges vor sich. Also man kann ja ungefähr erkennen, wo was hinzugefügt wird. Das Dunkle ist eben da, wo noch was auftaucht. Ich hab ihn gerade angesprochen. Super, dass du auf mich wartest. Es ist die erste Sprechblase. Willst du reden? Okay, wie mache ich die Stimme? Nein. Ich bin Pharaomon, der Beschützer dieser Ruine. Moment, das geht noch besser. Beim Digimon-Gott, ich werde nicht verlieren. Ja, hat irgendwie... Ich fordere dich heraus. Du zeigst keine Angst. Ich warne dich. Aua. Ich bin sehr... Oh Gott, Alter. Ich bin sehr stark. Ja, weißt du, ich muss mir... Das muss ich... Was? Das muss ich erst herausstellen. Oh Gott. Gut, du bist bereit. Mann, ich gehe aufs Ganze. Ja, weißt du was, leck mich doch ein. Ja, weißt du, ich versuche halt so tief wie möglich, aber es geht gerade einfach nicht. Durch die scheiß Wärme ist mein Hals so ausgetrocknet. Dann versuche ich den noch so ein bisschen abzuklemmen mit der Hand. Das funktioniert auch einfach nicht. Das tut nur weh. Interessant aber, dass du den männlich gemacht hast. Als Kind fand ich den immer weiblich. Heißt ja auch Pharaomon und nicht Pharaone Mon. Oder Pharao... Ja, egal. Okay.
Necromist, was macht denn das? Boah, das ist viel Schaden. Und Vergiftung. Ihr müsst, dann kann ich Renemann schon Tschüss sagen. Jetzt zu heilen bringt's auch nicht. Aber ich kann zweimal angreifen, ist das geil. Oh, okay, ich sollte definitiv... Guck mal, der hat da so, auch wenn der sich ein bisschen hinter seiner Lebensleiste versteckt, jetzt kommt dieses scheiß Insekt schon wieder in meinen Bildschirm. Mach dich vom Acker, das ist meins. Renemann ist tot. Der hat da... Ich will mal den Frostkratzer noch ausprobieren. Aber der hat da ja so... Ja, okay, den Block halt. Arschgeige. Necromist, nein, das blockst du jetzt auch. Kannst du... Ja. Das wollte ich auch noch zeigen. Ich glaube, Nidaima hat es schon gezeigt, aber... Wenn hier so eine rote Kugel auftaucht... wenn man sein Teammitglied wechseln möchte... Dann heißt es, dass man eine DNA-Digitation machen kann. Hookmon kann es auch mit Greymon verschmelzen und einen Spezialangriff ausführen. Nach dem Spezialangriff wechselt man einfach zu Greymon. Also man bleibt nicht das Digimon, das ist bloß für den Angriff. Ich bin jetzt gespannt, was bei dem Digimon rauskommt. Ich hatte es noch nie, dass ich Monmon und Greymon verschmutzen habe. Auch schon wieder Agonimon. Nicht schon wieder vergiften. Agonimon, ja, er hat's geblockt, gut gemacht. Also was ich sagen wollte, guck mal, der hat da so Kleidung, so aus Stoff und so und Baumwolle, die kann man auch bestimmt theoretisch anzünden. Deswegen macht mein Heatcutter auch am meisten Schaden. Aber ich sollte vielleicht mal ganz kurz auch auf meine anderen Digimon switchen. Ja, Renamon ist zwar tot, aber ich habe den Kampf jetzt sehr gut bestanden. Dieses Mal will ich einfach, dass alle Erfahrungspunkte kriegen, wenn jetzt Patamon nicht instant stirbt. Er hat's geblockt, ich glaub's nicht. Komm, du darfst auch einmal angreifen und hoffentlich tötest du den jetzt nicht. Dazu müsstest du sogar zu schwach sein. Ja, 28 Schaden. Necromist, okay. So. Ich warte dann wieder. Okay. Ja, ich bin, fast tot mit Patamon. Hallo Renamon, Kyubimon direkt. Ach, kurz kratzen. Ach, Entschuldigung. Ich könnte ja kurz auf den Bildschirm von Nidaime schauen. Oder der wird wahrscheinlich gerade sowieso im Vordergrund sein. Was ich noch erwähnen wollte. Oh. Pharaomon hat irgendwie so eine ähnliche Kleidung an wie Piccolo oder Son Gohan, wenn er gerade Piccolos Kleidung anhat. Ich weiß nicht, ob du... Die brennt auch so schön. Ja. Ja. So, und jetzt Dinohumon, DNA-Digitation. Jetzt machen wir dich fertig mit Feuer. Und wahrscheinlich ist... bei der DNA-Digitation... Ja, Kyubimon, DNA-Digitation zu. Dinohumon, DNA-Digitation zu. Wir wollten noch kurz sagen, da wird immer die Statuswerte von dem Digimon, was man gerade in der Hand hatte. In der Hand hatte vor allem. Was gerade im Kampf war, benutzt für den Angriff. Das bedeutet, mein Dino-Humon würde mehr Schaden machen, wahrscheinlich. Aber... 300... Ich hätte vielleicht einfach nur mal meine DNA-Digitation 2-3 Mal benutzen sollen. Kostet halt auch immer extrem viel MP. Level 9! Was zur Hölle? Kyubimon Level 5. Thunderbolt gelernt. Level 7. Patamon. Patamon hat einfach nichts gelevelt. Nicht mal das Angemon. Moment. Die Stimme kriege ich wieder hin. Verloren. Du bist besser, als ich dachte. Na klar. Als Lob gebe ich dir dies. Bing! Super, der alte Stab! Du bist stark, unsere Götter werden mit dir sein. Yay. Oh, ich kann mich wieder hoch. Du bist stark, dann. Ja. Was? Diesmal hat er was anderes gesagt. Die Götter sind auf deiner Seite. Ey, guck mal, ich brauch mir gar nicht an den Hals zu fassen, um mir weh zu tun für diese scheiß Stimme. Fick dich, hätte ich das mal vorher gewusst! Super, ich kann den alten Stab bei Renemann ausrüsten. Der alte Stab wird aber auch für was anderes wichtig sein im Postgame.
Ja, wollte ich auch gerade ansprechen. Aber gut, dass du mir mal alles vorwegnimmst. So sage ich denn halt die ganze Zeit über nix und ich bin jetzt runtergesprungen. Hallo Minotaurumon, wahrscheinlich. Haha, ist doch bewusst. Ich bin auf dem normalen Weg zurück. Ich glaube, der ist ein bisschen kürzer. Oh, Kirbymon, du Aber bist. ich wollte unbedingt noch das Minotaurumon mitnehmen. Okay, ich habe einen Geburimon vor mir. Ihr seht, ich glaube, das hatten wir noch nicht im Let's Play. Ihr seht, oben rechts ist so eine Anzeige, unter der Teamanzeige. Die ist so mit komischen weißen Bällchen gefüllt. Und wenn Sagst du die jetzt voll was ist, anderes? Was du passiert willst mich etwas Gutes. herausfordern? Blablabla. Entschuldigung, dass ich dir gerade ins Wort labere. Ich muss hier gerade nochmal zu den Serio-Leadern versuchen, ob der. Es krabbelt mir denn jetzt am Bein hoch. Es ist halt immer noch warm. Gut, bei mir hat es vorhin geregnet und es hat sich schön abgekühlt, aber kein MP mehr, so ein Scheiß. Hat sich schön abgekühlt, aber. Es ist halt immer noch warm und diese verfluchten Insekten sind da. Ich habe extra das Licht aus. Nur noch dieses Monitorlicht ist da. Das gegen mein weißes T-Shirt strahlt und mein Handy, was mir die Uhrzeit anzeigt. Ja, und dann. Natürlich kommt meine Katze oder sein Fliegengitter. Mir doch egal. Ich gehe trotzdem durch. Und dann Mist. denken sich natürlich die Insekten, oh, guck mal, da kann ich rein. Und jetzt fliegen hier irgendwelche Insekten. Vorhin hatte ich eine fette Motte an meinem Bildschirm. Denn noch so ein anderer, so eine Nachtfalter oder so. Level 15, kann Heatcutter. Okay. Und jetzt ist mir irgendwas, glaube ich, gerade ans Bein gesprungen. Ja, wir werden schon sehen, was passiert, wenn die Anzeige sich füllt. Ach, die Anzeige, ich habe mich gefragt. So, von welcher Anzeige redet denn der? Unter der Teamleiste? Was für eine Anzeige? Sieht für mich immer so ein kleines Fläschchen aus, was sich mit Sternen füllt. Ja, so kann man es auch beschreiben. So, wo gehst du jetzt hin? Richtung Master Tyrannomon oder? Ja, ich heile mich noch in Serio City und dann Master Tyrannomon. Warte, ich muss noch mal. Ach, die will wahrscheinlich mit mir Kampf. Ein Kunemon. Ja, dann mache ich das wahrscheinlich nächsten Part, wenn wir oder übernächsten. Aber ich sollte mal die Leute hier unbedingt ansprechen. Ich habe sonst wahrscheinlich schon ein paar Aussagen verpasst, währenddem ich weiß ich nicht was gemacht habe. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen statt Offscreen Training. Naja, ich bin ja Rode sowieso ein bisschen voraus. Hat dich mein Aussehen überrascht? Hey, früher nannte mich Gal Gamer Lucia. Dich will ich nicht noch einmal ansprechen. Ich weiß ganz genau, was dann passiert. Gehen wir noch mal ganz kurz da hinten hin und dann begeben wir uns auch in die Richtung. Ich bin jetzt gleich beim Diver Monsee. Ja, ich bin jetzt gerade westlich gegangen. Oh, ich bin die Catherine aus Sydney. Ach so, das hat es. Oh, scheiße, ich hab die jetzt. Jetzt kämpfe ich nicht, aber ich mach. Nein, jetzt ein Demon-Kampf, aber mach's mir nicht zu schwer. Ernsthaft? Ja Ach, warte, gut. das habe ich vollkommen falsch gesagt. Oh, nein, ein Digimon-Kampf, aber mach's mir nicht zu schwer. Dann kann ich ja währenddessen, Oh, während du da shit. im Digimon-Kampf bist, zeigen, was ich mit dem Booster machen kann und was rauskommt. Vielleicht auch gleich meinen Kartenordner ein bisschen verändern. Hallo? Ja, mach Du warst doch. auf einmal so leise. Ich habe einfach gewartet, bis du fertig bist und habe mich auf meinen Kampf versucht zu konzentrieren, währenddem ich nebenbei einschlafe. Ist mittlerweile halb vier. Wie kannst denn du bei der Hitze einschlafen? Einfach hinlegen und abwarten. Abwarten. Das ist gut. Irgendwer hat mich auch schon mal gefragt. Wie kannst du einfach nichts tun? Oder wie kannst du so still sitzen? Oder, ach ja, Mist. Hätte ich vielleicht nicht daran denken sollen, aber wird die ganze Zeit gesagt, boah, es ist so warm. Und ich so, ja, beweg dich einfach mal keinen Millimeter, denn es ist nicht so schlimm. Finde ich jetzt nicht so. Was? Wenn man sich bei der Hitze nicht bewegt. Also, ich finde es schlimmer, wenn man sich nicht bewegt. Wollte ich damit Okay. sagen. Ja, gut, bei mir.
Also bei mir ist das Fenster direkt nebenan. Ich brauche mich halt nicht bewegen, damit mir. Weißt du? Bewegung bedeutet ja Wärme oder Aufwärmen. Und je weniger du dich bewegst, desto weniger Wärme erzeugst du. Aber wenn ich Stöße hätte, habe ich immer so das Gefühl, dass die Hitze auf mich einsticht und immer größer wird. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls, Divermon, hallo. Was, du willst einen Booster öffnen? Okay, Augenblick. Tut mir leid, ich bin kein Gegner für dich. Ich werde für, was? Üben für das nächste Duell. Ach ja, hier kann man auch Karten kaufen, aber die sind ziemlich teuer. Teurer als die gesamte Ausrüstung, die du gerade hast. Jupp. Oh, ziemlich gute Karten rausbekommen. Besonders die braunen Karten sind praktisch, weil man für die keine Elementpunkte benutzen muss. Beziehungsweise, die haben einfach keine. Ja. Wobei, oh. Wobei ich dazu noch sagen will, ich glaube, als ich das erste Mal gespielt habe, waren auch ein paar schwächere Karten. Die waren dann nicht so teuer. Kann das sein? Es kommt darauf an, wie weit du im Spiel bist. Bin mir nicht sicher. Goborimon lassen wir mal drin. Vielleicht können wir da eine eigene Digitation machen dazu. Jetzt hätte ich eigentlich nach Azuka City gehen können. Das Betamon hält mich auf. Ja, einfach abwarten und einschlafen. Oder einfach abwarten, ja, weil... ich werde mal gucken, weil ich eigentlich früh genug aufwachen wollte. Kennst du die Situation, wo ich gerade bin? Und ja, will halt nicht zu lang schlafen. Was wollte ich? Ich bin gerade abwesend. Ich will halt nicht zu lang schlafen, weil ich muss auch noch die Videos rendern, so. Und ein paar Sachen schneiden und ja, Rode zur Verfügung schicken, damit er diese Doppelansicht machen kann. Er hat nämlich die Meisterarbeit. Er wollte das freiwillig übernehmen. Ich hätte das ja auch ganz gern gemacht, aber er wollte unbedingt. Aber ich schlage dir jetzt einfach mal vor, wir können uns ja mal abwechseln. Wieso? Deine Schweinearbeit, geh weg! Zephyrturm. Ganz kurz ins Innen gehen. Ja, fühl dich wie zu Hause. Oh, 1000 Bit. So, geschlafen. Mir geht's wieder besser. Wo wollten wir jetzt noch hingehen? Ich glaube, das lassen wir für den nächsten Part. Wir sind schon ziemlich spät dran. Ich glaube, den Bosskampf bekommen wir nicht mehr rein. Das ist schon klar, aber ich dachte, du wolltest in dieser Stadt hier noch ein bisschen was machen. Ja gut, dann können wir noch mit Tamer Chris hier vorm Zephyrturm reden. Ach ja, der arrogante Sack da, ne? Ich glaube, der möchte auch noch was. Endlich habe ich Digimon Online erreicht. Schade, wenn ich nicht kämpfen könnte. Also los, Digimon-Kampf. Oh ja, das geht schnell. Na, Kätzchen? Oh, du bist sogar ein bisschen nass. Es hat geregnet. Ja. Bevor einer wieder auf komische Gedanken kommt. Genauso wie Rode und seine Schlange. Nein, damit meine ich seine Hausschlange. Sein Haustier. ja. Entschuldigung, musste sein. Ja, du bist jetzt anscheinend so verwirrt oder so. Weiß nicht was. Konzentriert? Du sagst nichts mehr? Ich habe nichts zu sagen. Jawohl, ich könnte noch was erklären, was ich noch nicht angesprochen habe. User have left your channel. Achso, du hast wieder einen Kartenkampf? Ich bin in der Arena. Ne? Ich bin doch auch in der Arena. Achso. Ein Flymon. Ihr seht hier bei Greymon. Ich habe jetzt die Technik Flameball. Die habe ich schon den ganzen Tag über, den ganzen Part über. Aber ich wollte noch kurz ansprechen. Ihr seht neben dem Flameball so eine blaue Pyramide oder was auch immer das darstellen soll. Die ist entweder blau oder rot. Das heißt, rot ist physisch und blau ist spezial. Also das ist wie ein Pokémon. Ja, wieder. Ach so, dieses Dreieck nach oben. Genau. Und ich schaue jetzt einfach mal die Werte von... Wie schaue ich es denn an? Da. Die Werte von Greymon an. Physische Angriffskraft ist ja die Faust. Und die spezielle Angriffskraft ist das Männchen da mit der rosanen Aura unter dem Schild. Das heißt, der Flameball
ist eigentlich stärker als jeder physische Angriff, den wir gerade haben. So, das wollte ich bloß kurz ansprechen. Voll die Verschwendung an MP, gerade durch die DNA-Digitation. Ich möchte ganz gerne wieder, dass alle meine Digimon-Erfahrungspunkte kriegen. Und ein Flymon, da warst du schon von vorhin schon bei Kampf 2, oder wie? Ja, jetzt bin ich bei Kampf 3. Du bist ja einer. Und das ist ein grünes Yanmamon. Mit Pixelfehlern. Pixelfehlern, okay. Oder Grafikfehlern. Wie wär's denn mit einer DNA-Digitation? Oh, nicht tauschen! Och, ich hab's verkackt. Echt jetzt? Ich hab zu schnell gedrückt. Okay, und jetzt tauschen. Bei Angemon. Wie Patamon einfach überhaupt keinen Angriffswert hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Spiel nimmt meine Controller-Eingaben nicht wirklich an. Also nicht jede. Ja, wo ist meine Katze jetzt hin? Ach da. Trinken. Und jetzt wieder zurücktauschen zu Kotemon und Dinohumon. Agonimon finde ich jetzt nicht so beeindruckend. Es gibt auch viele DNA-Digitationen, die in Agonimon enden. Also da kommt nicht immer was Besonderes raus. Da hast du recht, so hatte ich noch irgendwas anzumerken. Ja, auf jeden Fall, wenn ich halt wach bleibe, weil es mir zu spät ist und ich nicht schlafen kann, werde ich meinen eiskalten Energy Drink benutzen und anfangen meine Videos zu schneiden. Level 10! Level 10, du bist doch verrückt. Nee, und Angemon hat schon wieder keinen Fähigkeitslevelaufstieg. Was soll das? Angemon möchte einfach nicht leveln. Ja. Was machst du jetzt? Ich beende noch den Kampf. Kannst ja schon mal speichern oder so. Nee, ich weiß schon, wo ich hingehe. Bin schneller gewinnen. Fürs nächste Mal. Du gehst wieder zu den Kokomon, um zu trainieren oder was? Nein. Die sind mir zu schwach geworden. Ich gehe jetzt in Richtung Master Tyrannomon. Okay. Ohne mich zu heilen, so ein Scheiß. Tja. Ich gehe wieder zurück. Dann können wir den Part wohl an derselben Stelle beenden, denn ich bin jetzt gleich auch mal fertig mit dem Kampf. Obwohl ich eigentlich nicht hätte kämpfen oder mich heilen müssen. Ich habe ja noch ein paar Items, aber die will ich lieber für den Kampf aufheben, weil ich nicht weiß, wie stark Master Tyrannomon ist. Das Pharaomon war jetzt zwar auch nicht so die große Herausforderung, aber mit dem Vergiften und mit jedem Digimon einmal drankommen lassen, war das dann doch schon ein bisschen heftiger. Ich musste zugeben, ich habe ein bisschen Bammel bekommen, als mein Renemon gestorben ist. Weil das hat richtig wenig Schaden gemacht, aber es lag wohl daran, dass Pharaomon eine hohe Weisheit hatte. Oder ein Geist. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Auf jeden Fall, beides. Auf jeden Fall war es sehr stark gegen spezielle Angriffe. Ach, du bist ja wirklich gut. Wie schaffst du das bloß? Achso, er hat was gesagt. Man musste ihn nochmal ansprechen. Gerade wenn ich nicht kämpfen könnte, bist du ja wirklich gut. Schaffst du das bloß? Und nochmal, willst du vielleicht wieder kämpfen? Schade. Da könnte man ja richtig Geld farmen. Achso. Du warst jetzt erst mit dem Kampf fertig? Ja, ich stehe gerade rum und bin bereit, um nichts zu tun. Okay, dann, wenn ihr das Video nicht so gut fandet, dann gebt dem Video einen Daumen runter. Aber wenn ihr Spaß beim Video, beim Zuschauen hattet, dann zeigt es uns und gebt dem Video einen Daumen rauf. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr etwas zu kommentieren habt. Und ansonsten sehen wir uns wohl in der nächsten Folge wieder, wenn Rode nichts anzumerken hat. Ich wollte bloß noch sagen, die Parts sind ja jetzt eigentlich ziemlich lange geworden. Keiner bis jetzt ist unter 30 Minuten. Ihr könnt ja auch schreiben, ob ihr das mögt, also ob ihr lange Parts lieber habt.
Oder ob ihr kürzere Parts lieber habt, wie so 20 Minuten bis 30 Minuten. Oder bis 25 Minuten, wie auch immer. Okay. Für uns ist es eigentlich egal. Aber manche Zuschauer mögen auch lieber kürzere Parts. Das kann ich auch verstehen. Ja. Stimmt, bei dem passt vielleicht 20 oder 25 Minuten. Das sollten wir vielleicht mal eher einpeilen. Ja, wie Rode gesagt habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und jetzt ist die Motte wieder da zum Abschluss, ey. Die will auch noch Tschüss sagen. Nein, die macht jetzt einen Abgang. Hau ab! Ja gut, ob Maschinen... Nein, ob Nidalmes seine Motte besiegt hat, das können wir dann vielleicht im nächsten Part rausfinden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall noch auf dem Kanal vorbei. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.